Jetzt ist es wieder soweit und es heißt wieder Tschernan trifft. Für euch, von uns, für alle. Und ich bin froh, dass wir heute ein bisschen Musik wieder mal dabei haben. Die letzten Male natürlich viel Diskussionen, natürlich um Corona. Aber jetzt wird es wieder interessant. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Auch Sie hören gar nicht zu, wie in der Schule. Wie, da werden wir gleich drauf kommen. Ihr seid so nervös. Luna Mittig ist da. Und da muss ich gucken, da unten Stephanie Lohse-Kors. Jetzt habe ich sie richtig. Genau. Schön, dass ihr Zeit habt. Eigentlich fehlt noch jemand, vielleicht kommt die Gute noch. Das werden wir dann nachher einfach spontan mit einbauen. Aber live ist live. Genau. Wie geht's euch beiden? Vermischt. Vermischt, ja. Vermischt. Ich habe das Glück, dass ich von der Musik, die wir zusammen machen, nicht leben muss. Aber unangenehm ist es natürlich trotzdem, wenn Veranstaltungen, die angesetzt worden sind, einfach nicht stattfinden können und auch auf unbestimmte Zeit nichts stattfinden wird. Aber der wirklich Leidende ist die Luna hier. Ja, Berufsfachschule Musical, ja, was du natürlich betreibst und dein Steckenpferd ist und auch das Akzenter, ist ja momentan, könntest du so ein Geisterkrimi drehen da drin, ist ja nichts los? Überhaupt nichts, gar nichts. Also wir sind tatsächlich die Ersten, die geschlossen wurden, die Kultur und alles andere sind ja die Ersten, die zugemacht wurden. Und ich fürchte aktuell auch so, dass wir die Letzten sein werden, die wieder aufmachen dürfen, ja. Und bei uns ist halt, in unserem großen Eckcenter passiert halt sehr viel, ja. Da passiert ja nicht nur Bühnenunterricht, Musicalunterricht, Gesangsunterricht, sondern wir haben Raumnutzer, die dort auch Sportkurse betreiben, Tanzkurse etc. Die dürfen auch nicht. In unserem Theater dürfen wir auch nichts spielen. Also das ist wirklich gruselig, es ist wirklich geisterhaft. Das einzig Positive, was du, glaube ich, heute schon mal mitnehmen kannst, war deine Erinnerung an diesen Saal, wo wir jetzt sind, hier in der Rillingart. Da bist du hergekommen und hast gesagt, das kenne ich noch, da hast du Ballett gemacht. Ja, ja, vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich ja auch mal eine Zeit lang Ballett gemacht, ja. Genau. Daher noch die gute Körperhaltung, deswegen muss ich mal gucken, dass ich dann auch dementsprechend da sitze. Ich kann dich ja mal ein bisschen korrigieren, aber... Oh wei, lass uns doch darüber nicht reden. Ja, aber gut, es gehört aber dazu. Ja, ja, also gerade wenn man Schauspiel macht, du selber machst ja auch noch mit und das Ganze, da guckt man schon, ob die Körperhaltung passt. Ja, klar. Du, und das ist für uns wirklich schlimm, weil alle Künstler, egal mal ob das Schauspieler sind oder Sänger, Tänzer, die müssen auch trainieren, ja. Und nicht jeder kann in seinem Wohnzimmer Krach machen und singen oder gar tanzen oder gar steppen oder so, ja. Viele können das gar nicht und das ist für uns alle ziemlich blöd. Aber man muss eins sagen, ich glaube, ihr beide, du bist natürlich im Center, das ist dein Ding mit, aber Steffi ist da auch gut mit dabei. Also ihr macht es auch zusammen und das ist das Schöne, glaube ich, dass ihr euch trotzdem noch sehen könnt, außer jetzt hier bei mir. Naja, mit den Proben ist das so eine Sache. Wir hatten unsere letzte gemeinsame Veranstaltung im Januar und seitdem haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Auch nicht? Nee, eigentlich nicht mehr, weil in der Schule darf ja lustigerweise auch keiner sein, außer... Ich als Schulleitung, respektive Verwaltungsfachkraft, aber dadurch, dass wir sowohl Schule als auch Verein sind, ist quasi sozusagen jegliche Anwesenheit in Vereinsräumlichkeiten eigentlich nicht möglich. Und wenn man probt, macht man natürlich auch Krach. Und nachdem Deutschland mittlerweile wieder mal im Staat des Denunziantentums angekommen ist, nicht wahr, möchte man das natürlich auch nicht unbedingt riskieren. Also wir haben uns heute ganz kurz in meinem Wohnzimmer getroffen, um uns mal ein bisschen einzugrooven für die heutige Aufnahme. Wir haben uns ganz brav in 2 Meter Entfernung nebeneinander hingesetzt, damit uns auch niemand was kann, weil da draußen ist ein Balkon und die Sonne scheint. Und dann sind da Menschen und da wollen wir mal ganz vorsichtig sein. Gut, das machen wir hier auch. Also wir haben ja unseren Abstand, das ist auch richtig so. Mhm. Was man von der ganzen Sache hält, ja, halte ich mich heute definitiv mal zurück. Ich schieße da gern nach draußen, aber heute geht es ja einmal um euch. Ja. Es geht... Musical, es geht um Musik. Ihr habt vorhin schon einen wunderschönen Soundcheck gehabt, wo ihr sagt, Mensch, braucht man gar nicht mehr aufnehmen, ist ja schon im Kasten. Klang sensationell. Also ihr macht ja mittlerweile auch Folkmusik. Ist das richtig? Wir machen Folkmusik, machen im Augenblick primär Irish Folk, aber wir haben auch nichts gegen die Schotten. Nein, ganz im Gegenteil. Und will denn so eigentlich querbeet? Naja, als Künstler macht man ja viele Dinge. Ne? Also man wäre ja quasi ungeschickt, wenn man sich nur auf eines konzentrieren würde. Und wir kennen uns schon so lange und kommen ganz, ganz ursprünglich auch beide mal aus der folkigen Ecke. Tatsächlich, auch unser einer hat mal am Lagerfeuer angefangen und so, man soll es nicht meinen. Ja, und wir haben Spaß dran und mögen das einfach und es gibt erstaunlicherweise auch Menschen, die das mögen. Und da haben wir jetzt ein paar ganz putzige Konzepte eigentlich ausbaldowert, die wir jetzt sofort
postwendend eigentlich wieder auf Eis legen mussten, dank Corona. Ja. Aber gut, das Schöne ist, Irish Folk und überhaupt Folk und solche Musik, die ist so alt, die übersteht auch diese Krise. Das wird noch ein bisschen älter, aber das schadet weder uns noch der Musik. Wie Whisky. Der ist auch, wird auch besser, wenn er älter wird. Ne? Dann würde ich folgenden Vorschlag machen. Bevor wir dann weiterreden, dann lasst uns mal eintauchen in diese Musikrichtung. Eintauchen, okay. Tauchen wir. Mary? Also, geeinigt haben sie sich schon. So funktioniert's. Ja. Und ich kann nur sagen beim Soundcheck von, also es wird viele begeistern. Ich finde die Musikrichtung wunderbar. Und es ist mal was ganz anderes wieder. Und da freue ich mich jetzt. Ja, Dankeschön. Wir freuen uns auch, dass wir heute hier sein können. In the village of Kildare lived a maiden young and fair. Her eyes they shone like diamonds. She had long and golden hair. A countryman came riding up to her daddy's gate. Mounted on a milk-white stallion, he came at the stroke of eight. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Show your legs to the countryman. I have come to court your daughter, Mary of the golden hair. I have gold and I have silver. I have a land beyond compare. I will buy her silks and satins and a gold ring for her hand. I will build for her a mansion. Servants to command. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Show your legs to the countryman. Oh, kind sir, I have a soldier and I pledge to him my hand. I don't want your gold nor silver. I don't want your house nor land. Mary's father spoke out sharply. Will do as you were told. You will marry him on Sunday, and you'll wear that ring of gold. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the countryman. Show your legs to the countryman. In the village of Kildaren, there's a deep stream running by. They found Mary there on Sunday. She had drowned with a soldier boy. In the cottage you hear music, and you'll hear her daddy say, step it out, Mary, my fine daughter. Sunday is your wedding day. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the country man. Step it out, Mary, my fine daughter. Step it out, Mary, if you can. Step it out, Mary, my fine daughter. Show your legs to the country man. Show your legs to the country man. Show your legs to the country man. Dankeschön. Das kommt so schön drüber. Ich musste immer auch Lula beobachten, die hat dann so ein Grinsen beim Singen. Das ist so schön zum Anschauen. Und ich habe schon, wahrscheinlich kann schon keiner mehr hören, aber so nah werde ich nie wieder bei Künstlern sitzen, die auftreten, wenn ich so von der Seite so beobachten darf. Das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich jetzt diesmal habe. Und das Ganze war eigentlich geplant, dass das morgen offiziell stattfindet. Ja. Und zwar, lass mich nachschauen, in der Rauscher Buchhandlung in der Jakobstraße. Da hätte eigentlich morgen was stattfinden sollen. Ja, genau. Morgen ist ja der Welttag des Buches. Und es ist ja so cool, dass jetzt wenigstens die Buchhandlungen wieder offen sein dürfen. Ja? Aber wir hatten eigentlich geplant, wie gesagt, morgen anlässlich des Welttages des Buches, macht ja jeder gern mal eine Lesung, jeder Buchhändler und so, ne? Haben wir gesagt, nö, machen wir mit Konzert, machen wir mit Musik. Ich kenne die Christina Rauch schon sehr lange und sie macht ja in ihrem wunderbaren kleinen Laden auch immer mal wieder Ladenveranstaltungen, Lesungen, kleine Konzerte, ja, alles Mögliche. Und da haben wir gesagt, lass uns doch was zusammen machen. Und ja, das mussten wir nun leider auch streichen. Und ja, mal gucken. So viel Platz, dass ein jeder da 1,5 Meter Abstand haben kann, das nee, kann leider nicht. Und Kultur darf ja trotzdem noch nicht. Selbst wenn der Buchladen offen hat, darf die Kultur ja immer noch nicht. Da geht es um den Verkauf.
Es geht ja nur um den Verkauf und es geht ja nicht um eine Veranstaltung in dem Laden. Ja? Ja. Auch wenn man sagen würde, also normalerweise gehe ich davon aus, dass Menschen in eine Buchhandlung gehen, einen gewissen Anstand beweisen können, aber du darfst es einfach nicht machen. Ja, das ist wirklich traurig, aber ich bin froh, dass wir vielleicht einen Teil, was hätte morgen stattfinden können, sollen, jetzt heute Abend schon präsentieren können. Wir teasern das mal ein bisschen an, weil aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Genau, wir werden das mit Sicherheit wiederholen und das war halt auch unsere Herzensangelegenheit, was wir seit vielen, vielen Jahren machen, wirklich mit dieser Kultur- und Kreativszene, auch mit der Einzelhändlerszene in Nürnberg zusammenzuarbeiten, weil es gibt einfach ganz viele wundervolle Einzelhändler, ganz viele wundervolle Läden, die auch Veranstaltungen machen oder mit denen wir schon was zusammen gemacht haben vor vielen Jahren, zum Beispiel das Schokolar. Ja, da haben wir das Musical Schokolar, zarte Versuchung zum Beispiel gemacht. Oder auch beim Rose Gardens, bei den Kollegen in der Vorderen Sterngasse in diesem wunderbaren Laden. Da die machen auch regelmäßig Theater, Kulturveranstaltungen. Mit dem Theater schon mehrfach gewesen und auch als Einzelveranstalter. Genau, und das ist einfach super schön, wenn diese wertvolle Nürnberger Szene, sowohl die Kulturszene als auch die Handelsszene, wenn die kooperieren und wenn man sich da gegenseitig unterstützt und auch gegenseitig featured, das hilft uns allen. Und umso schader sozusagen ist es, dass es morgen halt jetzt nur nicht stattfinden kann. Es gibt eine bekannte Bank, ich will jetzt den Namen nicht sagen, die in der Fußgängerzone sind, die bei mir auch positive Resonanz ausgestrahlt haben, indem sie immer wieder Straßenkünstler vor ihrem Haus engagieren. Ach cool, das dann, wusste ich nicht. Ja, und ja, das cool. ist, oh, ich weiß gar nicht, das ist die, nicht die Breite Gasse, ich überlege jetzt gar, wie die Gasse heißt. Königstraße. Dann, ne? Königstraße. Okay. Ja. Und, Karolinenstraße. Also die Parallelstraße zur Breiten Gasse. Genau, das ist die Karolinenstraße. Danke für den Hinweis, jetzt bin ich endlich wieder ein bisschen schlauer. So, also das haben wir geklärt. Nein, bei denen treten dann immer wieder mal an den verschiedenen Wochenenden, sponsern die das und sind dann Straßenkünstler. Ach, cool, das wusste Und da ich bin nicht. Ich schon immer gern. Also wenn ich Straßenmusiker höre, die sind gut, stehe ich wahnsinnig gern daneben. Oder auch Straßenkünstler, so wie Bamberg zaubert, ja. Und das machen die im kleinen Stil. Und da merkt man schon, das kommt bei den Menschen auch sehr, sehr gut an. Und ich glaube, das wird auch eine der ersten Aktionen sein, wenn wir wieder alle dürfen, wie wir möchten und können. Den Leuten fehlt es. Deswegen machen wir es ja dann hier, dass wir wenigstens einen kleinen Part mal auch nach ins Wohnzimmer oder egal, wo sie jetzt zuschauen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, was es alles für Möglichkeiten gibt oder draußen im Liegestuhl im Garten, das wenigstens so noch ein bisschen darzustellen. Das ist überhaupt eine gute Frage. Was passiert mit den Straßenmusikern? Die dürfen ja eigentlich aktuell komischerweise auch nicht. Ist ja kein triftiger Grund, irgendwie auf der Straße zu sein, wenn man Musik machen möchte. Aber tatsächlich wäre das eigentlich eine der wenigen Optionen, wo man Kultur momentan noch relativ gefahrlos zeigen dürfte. Ne? Läuft das nicht unter ich gehe ins Büro, ich gehe in die Karolinenstraße? Das ist Homeoffice. Ich gehe zur Arbeit. Es gibt aber eine Martin-Band, die jetzt momentan durch Nürnberg, durch verschiedene Straßen laufen. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es schon. Oder Balkon-DJing, da muss ich mal kurz an Alex grüßen, ja, der da wirklich traumhaft immer wieder was macht. Garcia, der ist momentan extrem aktiv. Ja, also jedes Mal, wenn ich bei ihm reinschalte, ja, ist er immer auf Livestream. Hat aber jetzt am Samstag, vor einer Woche davor, so ein Ding offiziell gemacht. Und es kommt bei den Menschen an. Es ist super, ja. Und das finde ich auch das Schöne, dass man nicht ganz vergessen wird und auch noch was tut. Mhm. Jetzt wäre ja morgen das in der Buchhandlung leider nicht, deswegen ziehen wir das ein bisschen nach vorne. Jetzt sehe ich schon, ich weiß nicht, für wann du das vorbereitet hattest, aber du hast ein bisschen was mitgebracht, was farblich wieder wunderbar zu euch passt. Genau. Also die Flaschenfarbe. Die Flaschenfarbe. Ganz toll grün. Ja, also der ganz große Vorteil ist, wenn man Folk gerne mag, irischen und schottischen, dann landet man früher und später auch beim Whisky, sowohl musikalisch. Ich meine, wer kennt Whisky in the Jar nicht? Ne? Also ich freue mich schon sehr, wenn wir uns mehr Richtung Schottland neigen, weil mit den Iren habe ich es nicht so, also getränkemäßig. Nee, aber tatsächlich gehört es bei uns zum guten Ton im wahrsten Sinn des Wortes, dass man natürlich auch dem Kultgetränk der, britischen Inseln, sag ich mal so, ein bisschen huldigt und natürlich darf das dann bei uns nicht fehlen. Möchtest du einen? Wollen wir jetzt gleich oder wollt ihr lieber noch einen singen? Wie du das gerne möchtest. Aber der Vorteil an der Sache ist, es ist hochprozentig, es desinfiziert. Ja, gab es auch eine Studie, jetzt mal Spaß beiseite, dass Alkohol und vor allem nach jeden 14 Minuten, komischerweise 14 Minuten, sollte man immer einen Schluck Wasser trinken und ab und zu des Öfteren Alkohol. Ach, weil, ja, ist wirklich so, weil die Viren. Also nicht Bakterien, nur die Hände drin. Nein. Die sich hier hinten im Rachenraum eben aufhalten, dann abgespült werden in den Magen und da werden sie eh vernichtet. Gut. Und dann finde ich es gut, wenn man auch noch was Besonderes hat, mit dem man, ich sage es mir nicht spült, aber genussvoll das Ganze umsetzen kann. Bist du denn Whisky-Trinker? Jetzt dann. Und so ganz generell? Nein, eigentlich nicht so.
Aber ich bin immer gerne offen für was Neues. Wie sagt man jetzt da? Oh, der riecht aber ordentlich. Ja, das ist einer der wenigen irischen Whiskys, wenn nicht gar der einzige. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber einer der ganz wenigen, die auch mit Torf versetzt sind. Also die ja, also ich diesen wüsste, krassen oder kräftigen Torf. Ich wüsste keinen anderen. Haben. Aber auch der war zwischenzeitlich ausverkauft. Ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Verwandtschaft mit dem Klopapier steht. Ja, wirklich. Es war Whisky ausverkauft. Es war, zu Beginn der Corona war Whisky ausverkauft. War Whisky ausverkauft. Also so mit Löcher in Regalen. Es ist unfassbar. Unglaublich. Wie stoßt man jetzt mit dem an? Was sagt man? Gibt es da irgendeinen Trinkspruch oder irgendwie so ein Cheerio? Oder? Typische Sointe. No? Ja, das typische Slange. 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 Aber zum Wohl, lass es dir schmecken. Bröstle. Zum Wohl. Ach, da bleibt nichts im Hals übrig, wenn da irgendwas wäre. Nö. Aber das Nö. Ist ein es gibt Menschen, die gurgeln auch noch damit. Das würde ich jetzt nicht tun. Aber das klingt, glaube ich, nicht so gut, wenn wir das tun würden. Aber es wäre mal lustig, ist lecker. Aber dazu ist der Stoff zu schade. Der ist gut. Mhm. Den darf ich jetzt auch austrinken, ja? Naja, also ich guck mein, das mal, was passiert, wenn die Kamera aus ist. Das Glas darfst du auf jeden Fall austrinken. Du kannst auch das große Grüne nehmen, wenn du möchtest. Ich muss noch Auto fahren. Oh, okay. Dann ist es, glaube ich, nicht so gut. Hm, der ist aber echt, der hat was. Schon, gell? Ja. Also der ist mild, also auch für Anfänger geeignet, würde ich Danke. Mal sagen. Ne? Hat aber trotzdem den typischen torfigen Whisky-Geschmack. Anfänger. Da muss ich gerade zurückdenken. Wann hatten wir uns getroffen, Luna? Das war bei BMW in der Regensburger Straße. Ja, gut, Werbung ist egal. Ja, richtig, genau. BNI, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Unter anderem, ja. Und da war ich eingeladen, dann hieß es Luna mittig moderiert. Und dachte ich, kenne ich die nicht. Ja, und dann bin ich halt so reinmarschiert und habe dann so geguckt und gesagt, klar, vom Sehen, wir hatten uns vorher noch nie irgendwie mal getroffen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wir kennen uns, ich weiß nicht, seit wann wir uns kennen, das ist ewig her. Ja. Und dann haben wir uns da wieder gesehen und dachte, freilich kenne ich die. Aber das ist, glaube ich, auch schon wieder 4-5 Jahre her. Das ist ewig viel länger her, keine Ahnung. Ja, und deswegen, also den Spruch, den ich gebracht habe, du bist ja hier die Ausbilderin, Musical schlechthin, ja. Und dann kam sie zu mir, muss ich dir erzählen, sagte, Mensch, jetzt bist du da, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich reden soll. Ja, war sie ganz ehrfürchtig, aber gesagt, nee, also passt doch alles wunderbar. Stimmt. Ja, und jetzt muss ich heute aufpassen, ob ich es auch gut mache. Ne? Weil, sie hat diesen lehrerhaften Blick, der ist immer noch da. Nein, ich glaube, da nehmen wir uns nichts. Aber ich finde das ja auch ganz großartig. Ich schätze ja Kollegen, die diesbezüglich unterwegs sind, sehr, sehr, sehr. Ich sage nur Opernball und Konsorten, das ist also immer wieder schön. Ja, stimmt, da treffen wir uns auch immer wieder. Ja. Da bin ich gespannt. Ne? Das wäre so die Frage an Röschkes, an Andreas und Rui. Gibt es den oder gibt es den nicht am 11. September? Ich wage da keine Spekulationen zu machen. Ich auch nicht. Aber wenn man mal bedenkt, was Großveranstaltungen für einen Vorlauf haben in Sachen Planung, ja, ich kann es mir fast nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ja, weil die Vorplanung und die Vorleistung, in die man geht, die ist exorbitant. Da haben wir ja noch einen Vorteil, wir sind relativ flexibel. Aber auch wir als Eckcenter werden vermutlich davon ausgehen müssen, dass wir dieses Jahr keine Herbstproduktion machen können. Ja, weil einfach, man kann nichts planen. Die Kollegen vom Musical-Netzwerk, wie es bei denen aussieht, weiß ich nicht, aber ich könnte mir denken, dass es auch für die schwierig sein wird. Ja. Es gibt ja nicht so viele Musical-Companies hier auch in der Region und die Produktionen, auch wenn sie vermeintlich Kammermusicals sind oder wie wir sie jetzt machen, gut, wir sind flexibel, ne? Aber die größeren Veranstaltungen, die haben so einen Vorausplanungsaufwand, das dann in die Tonne zu kloppen, das ist so unverantwortlich, einfach vom Budget her. Ne? War Ottilie, glaube ich, hieß es, das letzte Stück dann im Steiner Schloss oder hattet ihr danach noch mal was machen können? Toi, toi, toi. Gott sei Dank noch gut über die Bühne gekriegt. Ja, unsere letzte Vorstellung war am 1. März. Und ab, ich glaube, 8. März oder so war alles zu. Ab 8. oder 15. Ja, März war alles zu. Das war also ganz knapp, ne? Aber gerade noch die Kurve gekriegt, ernsthaft. Also wir haben uns quasi fulminant verabschiedet in eine Pause, Zeit. Von der niemand weiß, wie lange sie dauern wird. Ja, ja aber da, es ist immer schön, dass wir uns dann da immer wiedersehen. Und nachdem ich diesen Geschmack immer noch hinten habe und immer noch an diese Musik denke, habe ich mitbekommen. Du warst ja bei der Ottilie dabei, genau. Ja. Du warst ja mal zu Besuch, genau. Dass es bestimmt noch ein Lied gibt von euch, mit aber Sicherheit. Aber nicht aus der Ottilie, aber was anderes. Nee, jetzt immer noch mal also jetzt in diese Richtung. Aus dem Ärmel, das wäre schon ein bisschen anspruchsvoll. Ja, du müsstest jetzt. Dich auch optisch verwandeln, das wird schwierig. So aus dem Folkbereich, meinte ich jetzt. Vorhin habt ihr ja auch beim Soundcheck noch was gehabt, was ich sehr schön fand. Aber es ist eure Entscheidung, wir sind hier spontan. Nein, das ist in Ordnung. Ja, können wir machen, ja.
Schieb doch mal ein bisschen rüber. Schieb doch mal ein bisschen rüber. Ja, wie gesagt, das ist fei gar nicht leicht, ne? Wenn du als Musiker irgendwie mal wochenlang eigentlich nicht zusammen proben kannst, das ist ja irgendwie jetzt und dann auf einmal, blöd. Ne? Mach ich denn das jetzt? Soll ich irgendwas halten oder? Du könntest mitsingen, das wäre schön. Möchtest du mal Cajon haben? Ja, wie oft ich das schon gehört habe und dann sage ich, ich kann nicht singen, ich muss es immer wieder bestätigen. Nein, ich kann nicht. Das würde jetzt meine Meinung bestätigen, dass es höchste Zeit wäre, das mal zu lernen. Ich glaube, es wäre jetzt höchste Zeit, dass sie ein Lied spielt. Also, sag jetzt hier schon oder noch? Ja, ja, alles gut. Sehe ich, unser Gast ist doch noch erschienen. Komm einfach, setz dich dahin. Ich hole dir ein Mikrofon. Live ist live, da gehört es dann einfach dazu. Und natürlich. Jawohl. Das finde ich eine große Hallo, Idee. Grüße Gott. Versuch da einfach mal durchzukommen. Obwohl es desinfiziert. Mach das jetzt mal wie diese Katze in den Fenster. Ja, ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Damit begeben wir uns jetzt voll in die Illegalität, weil bis jetzt hatten wir den Abstand noch. Bis jetzt hatten wir den Abstand noch. So. Ich mache das mal so. Es ist schon dann in Ordnung. Ihr guckt ja alle nach vorne oder zu mir, alle in die gleiche Richtung. Und, dann und wir sind frisch desinfiziert. Das muss man und wir sind desinfiziert mittlerweile. Da hat Christina noch ein bisschen Nachsehen. Aber das ist okay. Schön, dass du noch gekommen bist. Ich bleibe jetzt gleich beim Du, weil wir haben uns noch gar nicht gesehen. Aber der Whisky macht das Ganze ein bisschen lockerer. Dann kriegen wir das ganz gut hin. Und wir hatten vorhin schon kurz angesprochen, morgen hätte es bei dir in der Buchhandlung natürlich einen wunderschönen Tag gegeben mit einer schönen Veranstaltung. Deswegen haben wir gesagt, wir ziehen es ein bisschen nach vorne. Und ich weiß schon, Luna schwärmt immer, wenn ich mit ihr rede und sage, Mensch, bei dir ist es immer so toll in der Buchhandlung. Du machst so tolle Sachen. Und jetzt könnt ihr es ja morgen nicht machen an dem Donnerstag, aber... Wir ziehen es ein bisschen nach vorne. Ja. Tag des Buches ist morgen. Ja, genau. Welttag des Buches. Das ist der große internationale, europäische, spanischstämmige Feiertag, an dem wir die Bücher und die Literatur feiern. In Spanien werden Rosen verschenkt. Das geht, ich kann mich jetzt nur nicht entsinnen, wie genau auf Don Quixote zurück, was ich immer sehr charmant finde. Was aber auch sehr charmant finde, ist, dass der 23. April auch der Tag des Bieres ist.
Und ich finde, es ist in Franken eine sehr, sehr wichtige Information. Die ist sehr wichtig, auch wenn wir gerade ein bisschen Whisky in uns hatten. Aber es gehört natürlich dazu. Wir haben jetzt wunderbare Musik gehört. Ich hoffe, ich höre nachher noch ein Stück. Das hat mir zwar so nicht abgesprochen, aber das ist halt so bei mir. Und natürlich, das Bier gehört zu Franken, zu Bayern. Das ist ein bayerisches Grundnahrungsmittel. Deswegen darf wir mittags was essen. Ernsthaft? Es gibt von zwei Brauereien Whiskybier. Auch die Produktion zwischen von Bier und Whisky ist nicht so unterschiedlich. Mhm. Eine ganze Weile lang findet das tatsächlich in denselben Baden statt. Und naja, dann wird es halt noch destilliert. Ist ja da zum Trinken, ne? Ja. Du hattest vorhin gesagt, eigentlich wollte ich nicht mehr drauf einsteigen, aber gesangstechnisch, was bildest du alles aus im Musical? Was machst du alles in deinem Akzenter? Also ich mache das ja nicht alleine, sondern wir haben eine große Dozentenriege, eine wunderbare, da gibt es eigentlich alles, Schauspiel, Gesang, Workshops, Musical-Workshops, Tanzklassen natürlich, von Stepptanz über Jazz bis hin zu Workshops mit Gastdozenten aus dem Musical-Bereich und natürlich für unsere Just for Funner, sage ich jetzt mal so, unser Show-Ensemble und Musical-Chor, ja. Für die Leute, die das eben nicht hauptprofessionell lernen, aber trotzdem sehr ambitioniert und sehr engagiert sind, die können das natürlich auch. Und die leiden alle wie die Hunde, weil jetzt gerade keiner darf. Das wäre die nächste. Wo sind die Schüler alle? Was machen die? Also wir machen tatsächlich Online-Unterricht. Also okay. Das ist gar nicht so einfach, aber es gibt ein paar Dozenten, die nehmen immer so Übungsvideos auf, wo die Schüler dann zum Beispiel tanzmäßig selber zu Hause üben können, was trotzdem nicht ganz so einfach ist, weil man kann natürlich nicht korrigieren, ne? Was ja in jeder Lerntätigkeit wichtig ist, dass man Leute auch korrigieren kann, ob sie es richtig machen. Andere, gerade die Theorieklassen, die machen wir auch über Zoom oder andere Medien, wie auch immer. Und ansonsten hilft nur Selbstverantwortung. Da muss sich jetzt jeder quasi zu Hause mit Pilates und was auch immer quälen. Es geht nicht anders. Also ich bin ganz froh, also es klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, ja, weil du hast mich, glaube ich, das dritte Mal angesprochen, warum ich nicht singe. Sonst hättest du mich gleich morgen rübergezerrt, wobei morgen hättet ihr in der Buchhandlung was. Wir können uns gerne mal so unter uns mal unterhalten, ja, aber... Sei vorsichtig, Lina ist da halt ein sehr einnehmendes Wesen. Ja, bei uns wird jeder mal gleich, sozusagen, der verkauft gleich seine Seele. Ja, deswegen habe ich dich auch ganz nach außen gesetzt. Ach so, ja. Ja, einfach also, nur mal sicher. Ja, also ich habe schon verloren, insofern. Nein, hast du nicht. So, Christina, wir hatten natürlich vorhin schon angefangen, bei dir hat es sich ein bisschen verspätet, ist nicht so schlimm. Ich bin froh, dass du trotzdem noch da bist und jetzt dürft ihr oder habt ihr auch wieder offen, aber es ist nicht so einfach, ne? Es bleibt natürlich schwierig, das ist überhaupt gar keine Frage, weil es ist ja nach wie vor beschränkt, die Bewegungsfreiheit, die Handlungsfreiheit, die wirtschaftliche Freiheit und der Einzelhandel ist ja sozusagen das Ende einer langen Kette. Und wenn vorher Schwierigkeiten sind, dann verlangsamt sich im Einzelhandel natürlich auch alles. Nichtsdestotrotz, Bücher sind halt sowas Schönes und sowas Wichtiges. Da bin und bleibe ich einfach zuversichtlich. Denn wenn man schon sonst nichts machen kann, dann kauft man sich ein Buch und liest eines. Ne? So würde ich das jetzt mal sehen. Und so sieht es auch meine Mitarbeiterin bei mir in der Jakobstraße 40, wo wir uns fröhlich einen abhampeln und zwischen Kinderbuch, Sachbuch, Wörterbuch und Büchern, von denen wir noch nie gehört haben, hin und her pendeln. Und das Ganze machen wir zu unserer Erbauung und zur Erbauung unserer Kunden. Jetzt hätte ich folgenden Vorschlag. Ja? Du bist leider verspätet gekommen. Was passieren kann, um Gottes Willen, gar kein Thema. Mir gefällt die Musik so gut. Ich finde die Idee so toll. Jetzt mache ich euch einen ganz spontanen Vorschlag. Das, was ihr morgen gerne gemacht hättet, ja, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, wie wir es jetzt gerade machen, wäre so ein bisschen was anderes gewesen. Wenn ihr Lust habt, ziehen wir das nach. Wenn du möchtest, ich weiß nicht, ob du das möchten morgen würdest, kannst du dir ein bestimmtes Buch nehmen und wir kombinieren das. Wir machen einmal Musik und einmal Vorlesen. Und dann füllen wir mal so 30, 40 Minuten und das können wir gerne die nächsten Tage nochmal wiederholen, dass wir es einmal komplett mitmachen. Wäre das für euch so okay? Einfach so mal zwischendurch. Das ist schön, weil ich musste mich jetzt nämlich entscheiden, was ich mitbringe. Ja? Und ich habe mich jetzt tatsächlich, weil das vielleicht was ist, was viele kennen, wenn sie Irland hören, irisch hören, das sind ja die Märchen.
Da habe ich jetzt mal nicht so das super bekannte Wald- und Wiesenmärchen genommen, aber eins ausgesucht, das, wie ich finde, ein kleines Märchen ist, aber das sehr schön illustriert, wie die Iren so ticken. Ich darf den Titel schon verraten, das heißt Des Priesters Essen. Da geht es um Kartoffeln und Katholizismus. Also ganz rein irisch. Aber das ist jetzt natürlich so was Archaisches. Und die irische Literatur hat ja noch so einen anderen Exponenten, den auch alle dem Namen nach kennen, James Joyce. Das ist dann so das sehr Experimentale. Da würde ich jetzt mal nichts zu Gehör bringen wollen. Und dazwischen gibt es aber ganz viel. Und es gibt natürlich, wie aus jeder Region, die was auf sich hält, auch viel Krimi-Literatur und andere interessante Sachen. Und wenn wir da jetzt nochmal eine zweite Folge machen, dann kann ich von dem zeitgenössischen Zeug was mitbringen. Und heute haben wir dann die Märchen. Mhm. Wollen wir das so machen? Ja. Also ihr seid ja sehr, sehr gerne wieder eingeladen. Mhm. Es gibt eine kleine Voraussetzung. Ich bringe wieder Miski mit. Richtig. Ich könnte ja dann spaßeshalber einen anderen mitbringen, damit du mal einen Vergleich hast. Das auch wenn wir gut. dann in Schottland wildern gehen, aber das macht ja nichts. Das machen wir auf alle Fälle, ja, weil wir kommen langsam zum Schluss. Deswegen möchte ich das trotzdem wiederholen. Mhm. Und mir gefällt die Musik sehr gut. Wir können dann noch ein bisschen so dran feilen. Gesangstechnisch nicht. Du hast schon recht, du guckst mich schon wieder so an hier. Ja. Wir werden uns trotzdem mal unterhalten. Vielleicht fällt uns noch was Zusätzliches ein. Mhm. Platz haben wir ja. Und dann würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch ein Lied. Noch ein Liedchen? Okay. Sehr gerne. Trotzdem erstmal an der Stelle natürlich auch von uns vielen, vielen Dank, dass du dieses Engagement machst, dieses Tschernan trifft Format aus dem Boden gestampft zu haben. Ich finde das großartig. Ich verfolge das auch sehr gerne, welche Kollegen aus der Nürnberger Szene hier alles auflaufen. Und es musste jemand kommen, der als erster hier mal das Heft in die Hand nimmt und sagt so, hallo, machen, streamen, Technik, her damit, machen wir. Ja? Viele haben es versucht, aber viele von uns, muss man fairerweise sagen, haben auch selber gar nicht die Technik und das Know-how, das wuppen zu können. Insofern, den nicht vorhandenen Chapeau ziehe ich hiermit und sage, glaube ich, im Auftrag oder im Namen aller, die schon da sein durften, vielen Dank. Ich finde das wirklich großartig, dass du das gemacht hast. Ich danke dir. Ich hätte nie gedacht. Danke, danke. Wir sind in der sechsten Woche mittlerweile. Mhm. Ja, am 13. März habe ich damals ganz ad hoc was geschrieben. Und ich schreibe ja nicht gerne, sonst wäre ich zur schreibenden Zunft. Wo ich mir das so nochmal durchgelesen habe, sage, nee, das habe ich gar nicht verfasst, ne, dass ich sowas dann schreibe. Aber es ging wirklich um diese sozialen Kontakte. Mhm. Es ging um solche Menschen, wie ihr es auch seid, um die Künstler, die jetzt, was wir vorhin schon mal sagten, nicht mehr auftreten können. Es ist nicht einfach. Dreimal die Woche, da habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber einmal angefangen, muss man es durchziehen. Ja. Ja, und ich freue mich auch immer wieder über die verschiedensten Künstler, die kommen. Mhm. Und ich freue mich, wenn ihr das zweite Mal kommt. Cool, wenn wir nochmal kommen dürfen, dann machen wir das. Das machen wir. Gerne. Ja. Ja. Und jetzt hören wir nochmal ein Lied und danach gibt es noch ein Glaserl. Ja, gerne. Du kannst ja schon mal einschenken. Nein, ich lausche euren Stimmen. Eigentlich ist es fast schon ein Trinklied. Eigentlich vom Inhalt her nicht, aber man sagt Here's to you, das heißt ja so ein bisschen so auf dein Wohl. Ja. Das Lied heißt Here's to the people, also sozusagen auf euer Wohl, hätte ich jetzt mal gesagt. Ist leicht abgewandelt, auch wenn der Text nicht ganz das stimmt. Das ist aber eher ein Lied auf alle Menschen, die von überall herkommen und ein besseres Leben an anderen Orten suchen. Was ja durchaus auch einen gewissen zeitpolitischen Geschmack hat. Ne? Thank you.
Wow, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Luna, Christina und Steffi, dass ihr da wart. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden den Whisky jetzt noch ein bisschen weiter trinken, wie ich es gerade gesagt habe. Euch daheim viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es um 19 Uhr heißt, Tschernan trifft. Für euch, von uns, für alle. Danke fürs Zuschauen. Servus.